Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Fayfarm. Überlegst gerade die ganze Zeit, habe ich mal YouTube-Videos zu Soda Dungeon gemacht? Ja, habe ich. Sowohl zu Teil 1 als auch zu Teil 2. Das habe ich wohl. Irgendwas zu verkaufen? Nicht wirklich. Was wir aber auf jeden Fall haben, ist genug Stuff, um das Werkzeug aufzuwerten. Nice. Und dann haben wir doch da alles fertig. Okay, da brauchen wir 4 Barren dann für. Und 2500 jeweils. Also 12.500 Florin. Und 20 Barren. 20 Barren sind einfach mal 200 Erz, oder? Uff. Okay. Das ist mal eine Ansage. Aber okay. Gut. Gießen ist auf jeden Fall jetzt eine Sache, die passieren muss. Hätte echt gedacht, es wird dann 4x4, aber nö. Oder hatte gehofft, es wird 4x4. Ah, wobei. 4x4 kannst du schlecht targeten. Also, bei welchem Feld fängst du dann an? Ist halt so. Ah, Mist, das war blöd. Egal. Weil hier nimmst du bei 3x3 halt das mittlere Feld. Bei 4x4 hat kein mittleres. Also 4x4 hast du halt kein mittleres Feld. Ist da eine Bohne reif? Oder wächst da jetzt einfach was anderes durch den Dünger? Da wächst einfach was anderes, ne? Und das ist reif. Aubergine. Und neues Rezept, Auberginensamen. Nice. Die stellen wir auch instant her. Die können dann da erstmal bleiben. Und dann ist die Frage, in welchen Dungeon gehen wir? Ja, da kommt weniger raus, als ich dachte. Okay. Das Zeug ist tatsächlich noch ganz nice. Das darf man mal 4 Stück machen. Ja, wir siegeln erstmal weiter, oder? Das ist doch jetzt so der Deal. Ich glaube, das ist es jetzt einfach. Findest du es nice, dass man den Dünger selber herstellen kann? Auf jeden Fall. Ich finde es ganz cool, dass man den nicht kaufen muss. Vor allem nachdem der Dude, der einem am Anfang ja die Quest gibt und angeblich einen Dünger gibt, nachdem der ja ein bisschen buggy ist und halt nicht immer einen Dünger rausgibt. Achso, warte, wir müssen ja jetzt gar nicht hier lang laufen. Sondern können ja direkt hier runter. Der Scammer, ja, auf jeden Fall. So, und dann nehme ich jetzt Aferit Erz erstmal tatsächlich nicht mit. Oh, ich sollte mal einen Trank nehmen, ne? Uah, das war ganz schön knapp. So, wie gesagt, Ferriterz nehme ich jetzt erstmal nicht mit, nur wenn wir über Amethyst stolpern, dann würde ich den wohl mitnehmen. Das hält sich bislang ja auch in Grenzen. Ah, hier. Sporenkraut. Ich weiß nicht, ob ich das haben möchte. Jetzt können wir mittlerer gerechter Atemtrank. Das heißt, der hält dann wahrscheinlich länger. Und dann kommen wir mit einem am Tag vermutlich hin und brauchen nicht immer zwei.
ist ganz cool. Ah, droppt gerne mehr Rosenquarz, finde ich super. Du vielleicht auch noch einen? Bist du eine Quarzuhr? Nee, bist eine Smaragduhr. Auch okay. I'll take it. Wie viel Erz die werden wir droppen? Du kriegst immer nur Klee. Hm. Dafür habe ich halt relativ wenig Erzvorkommen. Also hier jetzt nicht, aber dafür hatte ich am Anfang halt super wenig Erzvorkommen. Muss man ja auch dazu sagen. Au! Bin ich voll ausgewichen. Sag mal. Stimmt denn hier nicht? Siegel und für die nächste Ebene glaube ich nicht mehr, ne? In Wirklichkeit ist das Silberdingend ja auch gar nicht für Ebene 8, sondern... Wow. Ich habe mich schon gefragt, wann die angreifen. Hm. Droppt aber Amethyst. Das finde ich okay. Und da unten ist ganz viel Gedöns. Okay, ganz viel Gedöns sind zwei Vorkommen. Und nicht doch. Das war jetzt irgendwie nicht nötig. Au. Die machen schon nicht wenig Schaden. Stein. Toll. Ich freue mich. Ich meine, theoretisch kann ich auch noch weiter Ferriterz mitnehmen. Keine Ahnung, ob wir die Barren noch für irgendwas brauchen, aber wir könnten sie theoretisch verkaufen. Andererseits will ich meine Energie vielleicht sparen. Ich glaube, ich nehme einen Heiltrank. Und auch einfach mal einen Mana-Trank, weil es geht. Bringt Barrenverkaufen groß was? Hm, weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich nicht so viel wie Edelsteine. Das war eigentlich nicht das, was ich vorhatte, aber... 200 bringt ein Ferritbarren immerhin. Ist jetzt nicht absurd viel, aber... Also die Frage, was bringt ein Erz? Erz bringt 18. Naja, okay, bringt der Barren nicht viel mehr. Dein Horder lässt sich ohnehin nichts verkaufen, was wertvoll ist. Hm. So, hierfür brauchen wir jetzt das Gravierte und dafür brauchen wir Rosenquarz. Müssten wir nur erstmal finden. Drecksstatue. Gehen wir halt nicht auf den Knispel. Denn hier irgendwo hin und so wahrscheinlich. Hat irgendwie erwartet, dass beide Statuen angreifen.
Alter, das macht auch Schaden, wenn ich nicht auf dem Boden bin. Okay, ich dachte, das wäre so ein Ground-Effekt, aber offenbar nicht. Gott, was für schäbige Mistviecher, Alter. Was sehe ich denn da? Wenn das mal nicht rauer Rosenquarz ist. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich könnte so ein paar Sachen gebrauchen. Zack, zack. Und ja, die Gegner heilen sich zwischendrin immer irgendwie. Ich habe auch noch nicht genau rausgefunden, wer heilt, aber sie können auf jeden Fall heilen. Ich mich auch gewundert, wenn sich von euch keiner bewegt. Okay, links ist auf jeden Fall eine... Oh Gott, links ist eine Menge Action. Ja, ist dann nicht ruhig, ist okay. Okay, die Statuen sind ein bisschen assi, der Rest geht. Ach, die Statuen machen halt einfach ultra viel Schaden. Und du kannst ihn halt nicht wirklich, also kann ihn halt schon ausweichen. Aber die haben halt einfach relativ großen Effektradius, das nervt. Das ist nicht zufällig Silbererz, oder? Nein. Zufällig nicht. Hier noch irgendwas Cooles? Hm, nee. Die sind einfach zu schnell. Okay, dann gucken wir mal, was wir in Ebene 11 haben. Ich erwarte ja jetzt langsam schon mal irgendwie Silbererz. Ja, nee, ist klar. Drei Statuen, weil ich auch sonst keine Sorgen habe. Oh, leck mir doch die Stirn. Okay, das wird tatsächlich gerade ein bisschen kritisch. Skello. Schönes Wortspiel. Okay, wir müssen Heiltränke craften, wenn wir hier wieder raus sind. Dringendst. Na, keine von euch beiden? Okay. Zumindest gibt es hier gerade mal ordentlich Rosenquarz. Das finde ich ganz okay. Habe ich eigentlich irgendwo so eine Kugel vergessen? Einfach nicht treffen lassen. Skill-Issue ist so das Problem. Da ist die zweite Kugel. Sag mal. Warum wechselt er denn ungefragt einfach vom Zauberstab auf die Spitzhacke, ohne dass ich was drücke? Mitten im Kampf. Das ist schon eher ungünstig. Vergessen, Knabberkrams zu kaufen? Oh, sad. Der Tag ist noch lang, du kannst total nochmal los.
Okay, ich sehe da ganz viel Rosenquarz. Den brauche ich auf jeden Fall noch. Ja, wenn halt keine Statuen am Start sind, ist halt alles schön. Die restlichen Viecher gehen halt total klar. Das ist doch jetzt aber Safe Silber, oder? Das ist so hell. Und braucht so lange, das muss Silber sein. Wow, ganze zwei Erz. Bloß nicht so viel auf einmal. Abbauen? Bin skeptisch. Das ist kein Silber, oder? Das ist Ferrit. Oder? Nein, das ist auch Silber. Sieht aber anders aus. Okay. Cool. Also ab Ebene 12 auf jeden Fall einiges an Silber vorhanden. Gut, gut. So, dann wird es, glaube ich, Zets. Achso, wir kommen ja gar nicht raus. Wir haben nur einen Nupsi. Ja, dann muss ich wohl zurück. Wie gut, dass ich so viele Hitpoints habe. Das macht alles viel angenehmer. Wie gut, dass auch nicht gerade der Trank ausgeht. Ja. So, und das lief doch ganz gut eigentlich. Dann gucken wir doch jetzt mal, was wir an Tränken machen können. Wir brauchen auf jeden Fall Heiltränke. Oh, da können wir 5 Stück machen, das ist okay. Okay, was auch immer das... Ah, warte mal, das ist bestimmt... an den Tisch wollte ich eigentlich... Sporenessenz ist nicht unbedingt das, was ich erwartet habe. Aber bereiten wir mal zu. Und wir machen mal auf jeden Fall 4 von den Siegeln. Oh, brauche ich da 4? Ich glaube, ich brauche nur... Naja, egal. Zur Not verkaufen wir 1. Passt schon. Kann sein, dass wir 1 schon hatten. Aber sicher bin ich mir nicht. Wahrscheinlich nicht. Wir müssen nicht gießen. Und die Bohnen sind reif. Nice. Die Aubergine ist nicht reif. Schneller pflücken kann, ist irgendwie ein bisschen weird. Also du kannst halt alles aufwerten, nur pflücken musst du dann immer alles einzeln. Ja, wobei, vielleicht geht das später auch noch anders. Who knows? So, Gegenstände sammeln. 4 Stück davon. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Ferrit-Siegel zu viel. Pflücken geht auch fix. Ja, kommt halt drauf an, wie viel Stuff du hast, ne? Wir haben noch 40 davon, okay. Interessant.
Kaufe ich die Bohnen jetzt so? Ne, die Bohnen kann ich schon vorher einfach alle noch schreddern, ne? Na jo. Okay, das gibt auf jeden Fall ordentlich Energie. Warum stackt das nicht? Schon ein bisschen anstrengend. Nein, ich wollte... Scheiße. Wollte das verschieben, nicht essen. Naja. Achso, ja, das sind die Seeds, die können da bleiben vorerst. Dann nehme ich den Kram mit. Kleiner Tarntrank wird langsam mal interessant. Wirkung endet, wenn ich angreife. Endet die Wirkung auch, wenn ich die Spitzhacke auspacke? Zählt das als Angreifen? Davon haben wir sogar noch einen, was auch immer das für Gedöns ist. Keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Also da gibt es ja irgendwie so drei Sachen von. Also es gibt es in der Farbe, den unentdeckten Gegenstand, dann gibt es das in lila und so in rosa. Aber... ich hätte irgendwie fast erwartet... dass das hier irgendwo rauskommt, aber offenbar nicht. Und hier halt auch nicht. Oder ob ich den Nektar nochmal weiterverarbeiten kann. Probably not. Weißt du, ich packe jetzt... ich muss die ja nicht gießen. Ich kann die Auberginen ja jetzt einfach da einpacken. Das ist ja entspannt. So... okay, nein, den Nektar können wir auch nicht weiterverarbeiten, weil wir hatten definitiv welchen in der Tasche. Okay, wir können jetzt einfach 8 weitere Ebenen siegeln. Das ist halt richtig gut. Außerdem... ja, brauchen wir... mindestens 4 weitere von den Silbersiegeln. Das ist schon okay. Und dann brauchen wir irgendwann richtig viel Silbererz. Aber ich würde jetzt tatsächlich erstmal große Siegelparty machen, glaube ich. Und ich würde tatsächlich die schleifen wollen. Brauche ich gar keine Rosenquarz mehr? Doch, hier. Für das Rosenquarz-Siegel. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wo wir das brauchen. Aber dann haue ich den auf jeden Fall erstmal nicht weg. Achso, ja, die können da bleiben. Die werden ja eh weiterverarbeitet. Und dann kann ich hier... oh, das bringt gar nicht so viel, wie ich dachte. Was hätte denn eine einfache Bohne gebracht? Oh, davon haben wir nur einen. Das ist ein bisschen wenig. Ah, okay, da fehlt uns der Klee für. Aber Klee haben wir gerade gemacht. Was haben wir denn hier jetzt alles plötzlich? Kleiner Lebenskrafttrank. Ah, Life Leech Potion, okay. Angriffe können einen Kettenblitz erzeugen. Mana Leech... erzeugt eine Aura aus 3 Flammenkugeln, die allen Tohuwabohus, die sie berühren, leichten Schaden zufügt. Interessant. Eine kleine Regenwolke, die den Spieler verfolgt. Okay, das ist aber nur Deko, oder? 45 Minuten, aber 45 Minuten Ingame nehme ich an, ne? Ein Glas voller Bienen? But why though? Ich würde das Ding ganz gerne mal herstellen. Außerdem
Schaden von machen? Okay. Krass, und dann ist der Tag schon wieder halb vorbei. Zumindest die Tränke brauche ich schon noch. Also den auf jeden Fall. Tatsächlich eher erstmal die kleinen trinken. Na, komm schon. Lass mich mal ganz kurz was nachgucken. Na krass, kochen ist... Nee, kochen ist nicht auf dem Maximum. Was ist das Maximum? 20? Okay. Kochen ist nur kurz vorm Aufstieg. Aber ja, wenig überraschend sind Kochen und Rohstoffabbau das Höchste. Oh, Magie ist aber auch relativ hoch. Tatsächlich ist alles relativ gut, außer Angeln. Ja, und halt Tränke brauen, weil wir Tränke brauen gerade erst angefangen haben, quasi. Das Ding haben wir ja noch nicht so lange. Aber wir können uns nochmal mit den Tieren beschäftigen. Fällt mir gerade so ein. Ja, dann gehen wir heute nicht in den Dungeon. Es lohnt, wobei, um kurz runter zu siegeln, wir müssen ja jetzt nicht fett Rohstoffe mitnehmen. Aber einfach kurz durchjoggen. Scheren. Zack, zack. Und einmal streicheln. Hier einmal den Most wegmelken. Ach Gott. Dieses Vieh, ne? Macht mich fertig. Ich bin froh, dass ich nicht mehr von den Teilen habe. Na, ja, ganz ehrlich. Das ist halt schon zeitaufwendig. So halt melken, streicheln und bürsten. Das mit drei Viechern am Tag machen müsste? Weiß ich halt nicht. So, hier ist Kram fertig. Achso, ja, die vier Siegel wollte ich eigentlich da lassen, aber egal. Und das ist fertig, sehr gut. Haben wir nur keinen Platz mehr. Aber dann gucken wir doch mal, was der polierte Amethyst im Verkauf bringt. Oh, und wir könnten theoretisch eine neue Fetch-Quest annehmen, glaube ich. Das mache ich mal zuerst. Nee, in zwei Tagen erst. Shit. Ach stimmt, am 15. Wie komme ich denn auf den 13.? Keine Ahnung. Ja, 1500 für die vier, das ist doch okay. Kann man machen. Der Rest lohnt sich halt nicht so wirklich. Ich könnte die Barren noch verkaufen, aber ich schätze, ich brauche die irgendwann noch beim Crafting. Total dämlich, dass man das da einzeln draufpacken muss. 200 pro Barren ist halt echt okay. Und theoretisch kann ich da halt relativ easy neues Erz farmen. Also an sich könnte ich sie verkaufen, aber ich habe jetzt eh alle Tische voll gemacht. Von daher lagern wir das alles erstmal ein und ja, siegeln dann zumindest eine Runde. Aber dann sollte ich den richtigen Wegpunkt nehmen. Na, komm schon.